So, dann gucken wir mal, was die beiden Turteltauben da hinten schnacken, würde ich sagen. Miss Miller und Professor Lucien unterhalten sich angeregt. Sie wirkt dabei sehr gelöst für ihre Verhältnisse. Miss Miller und Professor Lucien unterhalten... Okay, dann crashen wir mal die Party. Guten Morgen, Miss Miller. Professor Lucien? Wachtmeister Zähner, wie geht es Ihnen? Ich habe gehört, Sie seien gestern Abend ohnmächtig geworden. Nun ja, nicht direkt. Ich wurde vergiftet. Oh! Dieser Schuft. Wen meinen Sie mit dieser Schuft? Diesen blinden Passagier, diesen neuen Raben. Der Junge kann nicht der Mörder sein. Als der Schuss ertönte, war er schon in Gewahrsam von Konstable Oliver. Sie meinen... Wer immer die Baronin ermordet hat, befindet sich noch auf freiem Fuß. Ich glaube, ich sollte mich verabschieden. Ich würde mich gern ein wenig ausruhen. Eine letzte Frage noch, Professor. Jetzt haben wir die Stimmung zerstört. Glauben Sie, das Auge ist im Tresor in Legrands Kabine sicher? Natürlich ist es das. Mir wurde versichert, dass der Tresor nur in stundenlanger Arbeit mit schwerem Gerät aufgebrochen werden kann. Und wenn Legrand nicht in der Kabine ist, sehen ich oder Constable Oliver jede Stunde nach dem Rechten. Verstehe. Ich möchte jetzt in meine Kabine. Wir sehen uns später, Mary. Natürlich. Bis später. Ich wollte Ihre Unterhaltung mit Professor Lucien nicht so abrupt beenden. Ich weiß auch nicht, was er hat. Die Erkenntnis, dass sich immer noch ein Einbrecher auf dem Schiff befindet, scheint ihn erschrocken zu haben. Er war die ganze Zeit völlig entspannt und dann... Dann kommt der blöde Schweizer Wachmann und macht ihn nervös. Ganz genau. Oh, das wollte ich damit nicht sagen. Schon gut. Er wird sich gewiss bald beruhigt haben und zurückkommen. Kann ich Ihnen einige Fragen stellen? Natürlich. Das sind viele Fragen. Wie geht es Matt? Er sieht zufrieden aus. Er ist nach der Aufregung schon wieder ganz der Alte. Aber ich habe ihm nichts von dem Mord erzählt. Das wäre dann doch etwas zu viel für ihn. Ich glaube, ihn haut so leicht nichts um. Ich möchte Ihnen noch einmal dafür danken, was Sie im Zug getan haben. Ich hätte nicht gewusst. Alles gut. Das war doch selbstverständlich. Wie haben Sie den gestrigen Abend erlebt? Es war ganz schrecklich. Ich hatte mich nett mit Edgar, Professor Lucien, hier auf dem Vorderdeck unterhalten. Dann wollte ich nach der Lady sehen und bin übers Nebendeck nach vorne gegangen. Als ich an der Kabine der Baronin vorbeikam, habe ich einen gedämpften Schrei gehört. Sie hörten einen Schrei? Ja, ich dachte, vielleicht sei die Baronin gestürzt. Ich ging zur Tür und lauschte, ob noch etwas zu hören sei. Da nichts zu hören war, klopfte ich an und fragte, ob alles in Ordnung sei. Ich bekam keine Antwort. Interessant. Und dann? Ich wusste nicht, was ich tun sollte, also versuchte ich, die Tür zu öffnen. Sie war verriegelt. Ich hatte den Butler der Baronin, Mr. Inch, auf dem Vorderdeck gesehen. Ich dachte mir, dass er vielleicht einen Schlüssel hätte und ging zurück. Auf dem Weg dahin kam mir erst der Bobby entgegen und dann Edgar, der nach dem Tresor sehen wollte. Ich erklärte ihm die Situation, dann ging der Alarm los. Wie hat der Schrei geklungen? Es war ein kurzer Aufschrei. Sehr ängstlich, als hätte sich jemand erschrocken. War es eine Frauenstimme? Ja, die Stimme war hoch. Es könnte also ein Aufschrei der Baronin gewesen sein. Zum Beispiel, weil sie jemanden in ihrer Kabine entdeckt hat. Ich denke schon. Dieser jemand könnte sie dann mit einer Waffe bedroht haben, damit sie nicht um Hilfe schreit. Oh Gott. Er wartete, bis die Luft rein war? Ach, bitte hören Sie auf, Herr Zellner. Der Butler der Baronin hat ausgesagt, ebenfalls auf dem Vorderdeck gewesen zu sein. Ja, er stand auf der anderen Seite des Decks und rauchte eine Zigarre. War er die ganze Zeit auf dem Vorderdeck? Ich bin mir nicht sicher. Er war da und später war er mit auf dem Nebendeck. Er hat sich um sie gekümmert, als sie ohnmächtig dalagen. Er hat ihren Kragen aufgeknöpft und ihren Kopf gehalten, während der Doktor sie untersuchte. Aber Sie können nicht mit Bestimmtheit sagen, dass er mit oder nach Ihnen und Professor Lucien vom Vorderdeck gekommen ist. Also, nein. Aber woher sollte er denn sonst gekommen sein?
Haben Sie Inspektor Legrand die Vorgänge geschildert? Ja, gestern Abend. Er war sehr interessiert und hat sich einige Notizen gemacht. Aber ich wollte dann noch Lady Westmacott sehen und er hat mich recht bald gehen lassen. Er meinte, er würde meine detaillierte Aussage heute aufnehmen. Verstehe. Glauben Sie, der Mann aus dem Zug hat auch die Baronin auf dem Gewissen, Wachtmeister Zellner? Ich weiß es noch nicht. Es ist schrecklich. Explosionen, Diebe, Mörder. Das ist nicht die richtige Umgebung für eine Lady und einen kleinen Jungen. Sie und Professor Lucien schienen sich angeregt zu unterhalten. Oh ja. Er ist Experte für altägyptische Kunst und eine Koryphäe auf dem Gebiet der Hieroglyphenforschung. Er ist Leiter der ägyptischen Abteilung im Britischen Museum, wissen Sie? Und im Ägyptischen Museum in Kairo soll er eine Ausstellung eröffnen. Richtig, in der das Auge gezeigt werden soll. Ursprünglich sollten beide Edelsteine erstmalig seit Jahrzehnten wieder öffentlich gezeigt werden. Daraus wird ja nun leider nichts mehr. Ich glaube, das hat ihn sehr mitgenommen. Wir bemühen uns, dass zumindest eines der Augen gezeigt werden kann. Gewiss. Ich werde Lady Westmacott fragen, ob wir nicht an der Ausstellungseröffnung teilnehmen wollen. Ich finde das sehr spannend. Und Professor Lucien wird Ihnen sicherlich eine Privatführung geben. Sie sind Amerikanerin, richtig? Das ist richtig. Und Sie sind wegen des Jobs nach England gezogen? Ich habe schon früher in England gelebt. Im Zweiten Weltkrieg habe ich mich freiwillig als Krankenschwester gemeldet. Ich arbeitete in einer US-Basis nördlich von London in der Apotheke. In der Apotheke? Interessant. Nun ja, es war Krieg und jeder wurde da eingesetzt, wo er am besten helfen konnte. Erzählen Sie weiter, Miss Miller. Nach dem Krieg habe ich begonnen, in London Musik zu studieren. Dort lernte ich meinen Mann kennen. Wir haben geheiratet und sind gemeinsam in die USA zurückgekehrt. Er war auch Amerikaner? Nein, Engländer. Aber es gab wohl Probleme mit seiner Familie und er wollte möglichst weit weg. Und Sie haben für ihn Ihr Studium abgebrochen? Nun ja, ja. Es war bestimmt nicht leicht, das Leben als alleinerziehende Mutter. Es war sehr hart. Ich arbeitete von früh bis spät und trotzdem reichte es nur für das Nötigste. Und ich konnte Matthew nicht die Aufmerksamkeit geben, die er benötigte. Und dann trat Lady Westmacott in ihr Leben. Wie ein Engel aus dem Nichts. Sie muss mir die Stelle wohl aus Mitleid angeboten haben, denn ich hatte ja keine Erfahrung als Gesellschafterin. Sie machte mir dieses großartige Angebot. Ich konnte es kaum glauben. Und sie ist ganz vernarrt in Matt. Sie bietet ihm eine gute Ausbildung und nun hat er alle Chancen im Leben. Eine fast unglaubliche Geschichte. Ich fürchte immer noch, dass es ein Traum ist, aus dem ich eines Tages aufwache. Wie ist es so, für eine weltberühmte Persönlichkeit zu arbeiten? Die Arbeit ist sehr interessant und abwechslungsreich und die Lady vergütet sie auch noch sehr großzügig. Sie haben viel Glück gehabt, dass die Lady Ihnen die Stelle angeboten hat. Okay. Ich hoffe nur, dass sie es sich nicht irgendwann anders überlegt. Was wird dann aus Mats Ausbildung? Ich bemühe mich so, die Erwartungen der Lady zu erfüllen, aber manchmal habe ich das Gefühl, es nicht schaffen zu können. Lady Westmacott könnte sich keine bessere Gesellschafterin wünschen. Ich spare so viel Geld, wie ich kann. Ich würde alles tun, damit Matt sein neues Leben nicht aufgeben muss. Lady Westmacott machte im Zug eine Andeutung, sie hätte ihre Romanfigur Inspektor Partout ermordet. Was meinte sie damit? Oh, sie meinte bestimmt das Manuskript. Manuskript? Sie hat es immer bei sich. Es ist ein unveröffentlichter Partout-Roman. Ich habe sie einmal gefragt, warum sie ihn nicht veröffentlicht hat. Sie sagte, sie hätte in ihrem Testament verfügt, dass er erst nach ihrem Tod veröffentlicht werden solle. Und in diesem Roman wird Partout ermordet? Vielleicht. Ich habe ihn nicht gelesen. Niemand hat das. Am besten fragen Sie sie selbst. Das bricht doch sein armes, kleines, schweizerisches Herz. Wenn Sie in einer Apotheke gearbeitet haben, kennen Sie sich doch bestimmt mit Medikamenten und Giften aus, oder? Jeder Stoff ist potenziell ein Gift. Auf die Dosierung kommt es an. Sagt Ihnen Chloralhydrat etwas? Das ist ein Beruhigungsmittel, nicht wahr? Das frage ich Sie. Lady Westmacott hat mich auch immer solche Sachen gefragt für ihren letzten Roman. Aber da ich nie vorhatte, jemanden umzubringen, habe ich mich mit Strychnin und Arsen und all diesen Dingen nicht beschäftigt. Ich könnte Ihnen etwas gegen Kopfweh, Halsschmerzen oder Ausschlag empfehlen. Sehr freundlich, aber dafür besteht kein Anlass. Ich möchte mich verabschieden, Miss Miller. Inspektor? Okay, nicht schlecht. Das waren sehr viele Infos.
Hallo, Matt? Huhu! Ich glaube. Die Regeln hatten wir doch schon. Was ist denn? Inspektor Legrand vernimmt jetzt die ersten Passagiere im Salon. Und? Es wird noch Stunden dauern, bis er sich mit unserem blinden Passagier beschäftigt. Und? Wir könnten Zeit sparen, wenn ich mich mal mit ihm unterhalte. Wir könnten auch Zeit sparen, wenn Sie mich dieselben Dinge nicht mehrfach fragen würden. Ich lasse Sie da nicht rein. Wie spät ist es überhaupt? Haben Sie noch einen Termin? Nein, aber Hunger. Holen Sie sich was. Ich passe so lange auf die Tür auf. Haha. Aber Sie könnten mir was holen. Ach ja, sonst noch ein Wunsch? Was wollen Sie denn essen? Irgendwas. Einen Apfel oder so. Ich schau mal, was sich machen lässt. Danke. Gucken wir mal, ob wir so lieb sind. Ach ja. Miss Myers scheint Gelegenheit gefunden zu haben, einmal nichts zu tun. Hallo, Miss Myers. Hallo, Herr... Wachtmeister Zellner. Halten Sie es eigentlich für angebracht, sich in dieser Situation zu sonnen? In welcher Situation? Gestern Nacht ist eine Frau ermordet worden. Falls jemals ein Mensch wieder lebendig geworden ist, weil ein anderer nicht in der Sonne gelegen hat, würde ich sofort zurück in meine Kabine gehen. Uff, das ist meine Ansage. Haben Sie gestern Abend etwas Ungewöhnliches gehört oder beobachtet? Nein. Mir ging es gestern Abend nicht sonderlich gut. Ich bin früh zu Bett gegangen. Heute Morgen geht es Ihnen offensichtlich wieder besser. Danke der Nachfrage. Ihren Eltern tut es sicherlich leid, dass sie in dieser schweren Stunde nicht bei Ihnen sein können. Das mag schon sein, aber ich bin kein kleines Kind mehr. Und wenn ich an meinen Verlobten denke, gibt mir das Kraft. Sie sind verlobt? Ja. Unmittelbar vor der Reise haben mein Freund und ich uns verlobt. Ich möchte damit meine Eltern überraschen. Besonders meinen Vater. Die Überraschung wird Ihnen bestimmt gelingen. Aber was tun Sie, wenn Ihr Vater der Verlobung nicht zustimmt? Was bleibt ihm anderes übrig? Wo er mich doch auf diesen Kahn mit lauter Dieben und Mördern verfrachtet hat. Reizend. Genießen Sie die Sonne, Miss Myers, und lassen Sie sich von uns anderen nicht stören. Es wird Ihnen nicht gelingen, mir ein schlechtes Gewissen zu machen, Wachtmeister. Nur noch den Kapitän. Hier ist immer noch gesperrt. Kapitän Di Conti wirkt müde und alt. Vermutlich fordert sein Lebenswandel immer stärker Tribut. Kapitän Di Conti hätte sicherlich nichts gegen einen Plausch, aber ich glaube nicht, dass er mir im Augenblick weiterhelfen kann. Ach du Gott, Full House. Hä, wie ist er denn jetzt wieder hier reingekommen? Sie sind der Einzige, der mit im Zug war und kein Alibi für gestern Abend hat. Ich war in meiner Kabine, das habe ich Ihnen schon gesagt. Sind Sie sicher, dass es Ihre Kabine war und nicht die der Baronin? Legrand wird sich einen Gast nach dem anderen vornehmen. Wenn er nicht die Antworten bekommt, die er hören will, dürfte es unangenehm für seinen Gegenüber werden. Also, wie ist er denn jetzt an uns vorbeigekommen? Kapitän Di Conti hätte sicherlich nichts... Egal, was Constable Oliver will. Er bekommt Hammerdex. Ab in die Hosentasche damit. Gönnen Sie dem guten Constable noch etwas Salz. Oh, damit er trinken will. Aber wir müssen irgendwas noch ins Trinken geben. So. Ach so, nee. Das ist aber noch nichts Constable drin zur Betäubung. Oliver? Einmal Hammerdex. Aber... soll doch nicht. Ich sehe niemanden hier, der Ihnen Vorwürfe machen würde. War eine harte Nacht. Ich wusste, dass er sofort hingeht. Verdammt. Lecker. Ordentlich Salz. Das
Das war sehr korrekt von Ihnen. Sie glauben doch nicht, dass ich mich jetzt auch noch um Ihr dreckiges Geschirr kümmere. Oh, natürlich nicht, Eure Majestät. Das war gut. Konstable Oliver löscht seinen Durst mit dem mitgebrachten Wasser. Ohne das Wasser dürfte er bald vom Durst übermannt werden. Haben aber noch nichts zum Reintun. Ausgezeichnet. Mann, Käffchen. Genau das habe ich jetzt gebraucht. Kein schlechter Kaffee, aber eine Tasse ist genug. Lady Westmacott, darf ich Sie kurz stören? Nur zu, Herr Zellner. Hat Miss Miller die Aufregungen gut überstanden? Ich denke schon. Aber was im Zug geschehen ist, war ein Schock für sie. Sie hätte es nicht überlebt, wenn Matthew etwas passiert wäre. Sie sorgt sich um ihn. Er ist ihr ein und alles. Es zerreißt ihr das Herz, dass er im Internat ist und nicht immer bei ihr sein kann. Aber sie stellt ihre Wünsche und Bedürfnisse hinten an, um ihm eine gute Ausbildung zukommen zu lassen. Das ist ihr Wesen. Wo ist Matthews Vater? Weg. Geflohen. Wieder mal vor seinen Problemen fortgerannt. Er trank viel. Mit jeder Niederlage mehr. Den beiden hätte nichts Besseres passieren können. Er hat sie verlassen? Sie hätte es nicht gekonnt. Sie liebte ihn und wollte zu ihm stehen. Sie hat sich deswegen mit ihrer Familie überworfen, die das nicht verstehen konnte. Und als er sie dann fallen ließ, stürzte sie in eine tiefe Krise. Sie war 2 Wochen wie vom Erdboden verschwunden. Es würde sie wohl nicht mehr geben, hätte sie Matthew nicht gehabt. Sie scheinen viel davon zu wissen. Über die Zeit, bevor Miss Miller bei Ihnen zu arbeiten anfing, meine ich. Ich habe meine Gründe, mich dafür zu interessieren. Und Matthew? Kümmern Sie sich um die Kinder Ihrer anderen Angestellten auch so intensiv? Wenn man bei seinem eigenen Kind versagt hat, hofft man es bei anderen besser machen zu können, Wachtmeister. Oh. Und die Idee, Matt ins Internat zu stecken? Die kam von mir. Matt idealisierte seinen Vater und er gab seiner Mutter die Schuld, dass er nicht mehr da war. Ich befürchtete, die Situation würde eskalieren, wenn er mit seiner Mutter und einigen alten Leuten allein auf einem Landsitz leben müsste. Und ich glaube, ich hatte recht. Er hat im Internat schnell Anschluss gefunden. Er ist beliebt, er hat Freunde. Eine richtige Sportskanone ist er, sagen seine Lehrer. Und das Verhältnis zu seiner Mutter hat sich auch gebessert. Er ist auf einem guten Weg. Na, das ist doch schön. Miss Miller hat mir erzählt, dass Sie ein wertvolles Manuskript bei sich führen. Das ist richtig. Ein unveröffentlichter Partout-Roman? Das Manuskript muss ein Vermögen wert sein. Och, es ist nicht nur irgendein Partout-Roman. Ich habe ihn schon vor 20 Jahren geschrieben. Aber er soll erst nach meinem Tod veröffentlicht werden. Es ist Partouts letzter Fall. In diesem Roman stirbt Maurice Partout. Sie bringen ihn um? Das habe ich schon längst. Und ich habe es genossen. Madame! Ich hatte es so satt, eine Partout-Geschichte nach der anderen zu schreiben. Ich bekam Lust, dem eitlen Fatzke ein Messer in die Rippen zu rammen. Also habe ich es vor 20 Jahren getan. Doch natürlich wollte ich meine Fans nicht enttäuschen. Also ließ ich ihn weiter einen Fall nach dem anderen lösen. Aber immerhin hatte ich nun die Gewissheit, dass er mir nicht entkommen würde. Am Ende würde ich ihn kriegen. Ich verstehe. Hoffen wir, dass der Roman noch viele Jahre unveröffentlicht bleibt. Sie ist echt eine coole Socke.
Wie läuft das Verhör? Wollen Sie mir unterstellen, ich würde lauschen? Der Inspektor setzt den sauberen Herrn Kreuzer ganz schön unter Druck. Er ist der Einzige, der mit im Zug war und der für gestern Abend kein Alibi hat. Vielleicht. Aber der? Ein Mörder? Ich kenne ihn und seinesgleichen. Das ist viel zu dumm. Er hätte nicht genug Rückgrat, um jemanden kaltblütig zu ermorden und dann so ruhig zu bleiben. Er würde ein Drama daraus machen. Würde sich betrinken und sich dann laut wehklagend ins Meer stürzen. Vergessen Sie ihn. Legrand verschwendet seine Zeit. Herr Kreuzer passt nur zu schön in das Bild, das sich der Herr Inspektor vom Raben gemacht hat. Sportlich, kultiviert, geht bei den Schönen und Reichen ein und aus. Ich fresse seine Geige, wenn er der Rabe oder der Mörder ist. Ich muss weiter, Lady Westmacott. Bitte halten Sie mich auf dem Laufenden, Wachtmeister Zellner. Natürlich. Ich würde schon irgendwie gern sehen, wie seine Geige ist. Legrand ist in sein Verhör vertieft. Er macht immer noch einen gereizten Eindruck. Das scheint nun der Geiger abzubekommen. Herr Kreuzer fühlt sich sichtlich unwohl in seiner Haut. Aber ob Legrand ihn tatsächlich für den Raben hält? Herr Kreuzer fühlt sich sichtlich unwohl. Legrand, ich werde erst wieder mit ihm sprechen, wenn ich... Gut, haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Nicht wirklich. Ja, wir müssen irgendwie runterkommen und wir haben noch die Steinchen und Zwille. Also müssen in die Kabine mit der forensischen Ausstattung von Legrand. Und wir müssen unten in den Frachtraum, um mit dem blinden Passagier zu reden. Dafür müssen wir irgendwas ins Wasser tun oder so, würde ich vermuten. Aber wofür wird die Zwille brauchen? Der Tod seiner Herrin scheint Butler. Ja, das weiß ich tatsächlich noch gar nicht. Ich würde mal kurz gucken, ob wir uns vielleicht noch was Neues ansehen können. Jetzt mit diesen Erkenntnissen, die wir haben, mit dem zum Beispiel das, was gehört wurde. Den Blutfleck, wir können immer noch keine Probe von dem Blutfleck nehmen, ne? Wahrscheinlich mit irgendwas, was wir dann auch unten bei ihm in der Kabine finden, und hier ist auch nichts. Ich lasse es da liegen. Okay. Wir wissen immer noch nicht, wo dieses Versteck dann sein soll. Ist aber auch nichts zum Ansehen. Der Blutfleck, mit dem wir gerade nicht interagieren können. Diese Rolle fehlt auch noch. Okay. Und auf die Krankenstation kommen wir auch nicht, ne? Dr. Gebhardt hat die Tür abgeschlossen. Etwas sagt mir. Ja, das glaube ich. Das glaube ich, ja. Was brauchten wir hier? Ein Draht, ja. Legrand hat die Tür abgeschlossen. Das Schloss ist nicht sonderlich. Ja, aber die Frage ist, wo kriegen wir den Draht her? Ich brauche etwas, um das Schloss. Können wir nicht einfach nochmal Miss Miller fragen? Ich meine, sie hat ja die Haarklammern. Die hat uns ja beim letzten Mal schon gegeben. Vielleicht hat Miss Miller in dem Archäologen so etwas wie ihren Seelenverwandten gefunden. Leider ist keinesfalls gesagt, dass die beiden zusammenkommen werden. Leute mit geringem Selbstwertgefühl tendieren dazu, sich selbst zu sabotieren. Miss Miller? Ja? Ich wollte Sie noch etwas fragen. Oh. Lady Westmacott hat erzählt, dass sich Matt im Internat zu einer Sportskanone entwickelt hat. Das stimmt. Er hat so viel Energie. Die Lehrer versuchen, ihn durch viel Sport zu ermüden. Er ist sehr talentiert und lernt neue Sportarten sehr schnell. Ich hatte dieses Talent leider nie.
Es ist bestimmt gut für sein Selbstvertrauen. Und ob. Er hat sich gut eingelebt. Er hat sich zu einer Art Anführer in seinem Jahrgang entwickelt. Noch vor einem Jahr hätte ich nicht zu hoffen gewagt, dass alles so ein gutes Ende nimmt. Ich möchte mich verabschieden, Miss Miller. Inspektor? Hm. Okay, so leicht schaffen wir es diesmal nicht. Da müssen wir uns noch was anderes überlegen.